Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zurück bei Black Tree Gaming. Wir spielen heute wieder Medieval Dynasty zu dritt mit dem Achim und dem Phil. Hi, servus. Ich bin der Junior. Ich werde hier vom Regen durchnässt. Kurz vor Piastovia. Mein Ziel ist es jetzt, erstmal so ein steinumrandetes Lagerfeuer zu bauen. Und ihr? Ich versuche gerade mal wieder unsere Schafe zu scheren, aber die wollen nicht. Oh nein, nein! Habe ich einen Holzhammer gebaut? Hast du die Quest jetzt angenommen? Nee, noch nicht. Ja, dann mach bitte, ich muss wissen, was wir da machen müssen. Moment. Ich muss nur kurz noch 30.000 Brennholz machen. So. Genau, es gibt nämlich eine Quest. Da brauchen wir übelst viele Kupfersachen. Aber da kriegen wir 1900 irgendwas Münzen. Also, ja. Kann ich ja auch gucken, ob wir das sowas, ob wir von dem Zeug noch im Lager haben. Zufälligerweise. Nee, ich lasse es, was im Lager ist, weil das abgestimmt ist auf unser Verbrauch. Mach's einfach. Okay. 108 Roggenkorn machen wir nicht, oder? 108 Roggenkorn, doch. Für 397 Münzen. Ein Roggenbier und 130 Dynastiereputation. Ja, machen wir. Zwei Bronzehammer. Nee, oder? Das wird zu knapp. Wir haben nur noch heute Zeit halt. Zwei Bronzehammer liegen auf Lager. Kann ich auch noch bringen. Gut. Ist das ein extra Quest? Ja. Okay. Dann willst du noch 22 Stöcke, zwei Holzstämme und 19 Stroh bringen? Wie viel? 22 Stöcke? 2 Holzstämme und 19 Stroh. 22 Stücke. Mhm. 19 Stroh. Mhm. Und 2 Holzstämme. Ja. Dann nehme ich die auch noch an. Und verdammte Himmelsrache. Halt, wie viele Holzstämme? 2. 2, naja. Und Tauben jagen, das kann ich machen. Ja, jagen mache ich nicht. An Markus. Markus schreibt, aus irgendeinem Grund haben es Tauben auf mich abgesehen. Sie versuchen ständig ein Nest auf meinem Dach zu bauen. Sie gurren die ganze Zeit und ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft sie mir schon auf den Kopf geschissen haben. Er hustete und prustete und prustete, er war jetzt aber auch schon zum 70. Mal. Ja. Verdammte Himmelsratten. Die Kinder. Die Jugend von heute. Leben. Sind die Vögel auch bei Regen? Nur unter Wasser. Ach so, ja dann. Dann kann ich sie ja anrufen. Cool, sagen wir mal auch. I'm parched. So, also was haben wir hier? Bierflation. Der Wahn. Das ist ja der Wahn mit dem. Durchzusehen und dann so
spielen ist nicht so leicht. Oh nein, ich muss noch die Quest an. Ach komm. Und danach, danach muss ich Essen machen, gell? Jo. Oh nee. Quest wird nicht angezeigt bei mir. Die, wo du angenommen hast, oder was? Ja. Die wird oben rechts nicht angezeigt. Geh nochmal raus. Super Sache. So, danach muss ich bei mir die Quest aktivieren und dann kann ich gucken, was mehr. Was ich produzieren muss. Hammerhart. Boromir. Kupferaxt. Bogen? Was? Ich muss Bogen auch noch machen? Ja. Aber da haben wir, glaube ich, auch noch ein Lager. Ja, wir haben gerade welche verkauft, kann sein. Scheiße, kann sein, ja. Oh, jetzt darf ich wieder nach Ulica reiten. Kolnica. Das hustete und prustete Mama nicht mehr, da muss ich nach Kolnica reiten. Okay. Nein, nicht lustig. Doch. Werde wieder überfallen. Oh, wir haben eine. Ah, nee, da Phil hat wieder Name bei sich wohnen. Ich jetzt? Ja. Komisch. Wir haben wieder 4 Pelzstiefel im Lager liegen, die man dann auch wieder mitnehmen kann. Und beim Junior wohnen 6 Namen. Oh je. Ja, dann müssen wir mal heute nachher gleich mal Neustart machen. Ne? Spiel cutten, ja. Also eine Frau. Achim? Ja? Du könntest mal vielleicht die Bronzehacke ein bisschen reduzieren. Da haben wir 8 Stück aktuell. Jo. Die Zacke haben wir nur eine. Wir brauchen Pfeile haben wir auch. Ne, wir brauchen Kupferscheiße. Was anders hochdrehen? Was gibt's denn? Sag nochmal, was wir. Also ich könnte Spitzhacke machen, Bronze Sense. Sense haben wir 2 auf Lager. Hacke haben wir eine. Bronze Axt 3. Ich habe die aber 2 Stück mal irgendwie vor ein paar Tagen gemacht. Aber passt. Dann. Jetzt habe ich ein bisschen in die Spitzhacke noch rein. Ja, genau. Und 12% habe ich jetzt noch frei. Beziehungsweise jetzt 17%. Machen wir noch 5 in die Bronze Sense. Ja, die habe ich jetzt. Okay. Oder? Hat noch ein bisschen erhöht, ja. Ja. 12 habe ich jetzt noch frei. Aber müssen sie ja nicht ausreizen. Nee, eben genau. Das passt dann, glaube ich. Soll ich noch Kupferbarren jetzt mit den restlichen machen lassen, dass er einfach das Kupfererz, was die Grabungsschuppen. Wir können ja eh nichts anderes draus machen. Jetzt haben wir das, die Prozente gerade frei. I'm dying. Ja. Oh, ja. So, Alter, mir viel Zeug hier. Da haben wir auch noch Kupferbarren drin. Alter! Ich hätte gar nicht holen müssen. Scheiß, die wandern. Wir haben fast 100 Kupferbarren im Lager. Was soll ich jetzt mitnehmen? Gute Geldreserve. Holz. Federn. Baue ich auch Stücke. Oh.
bin wieder da. Okay, dann haben wir jetzt auch ordentlich geil, super. Ich glaube, ich werde mal eine Action machen, mal ordentlich Pfeile machen irgendwann mal noch. I need to drink something. Okay, mach mal. Die anderen Sachen weiß ich nicht, was ich brauche. Das so, Kupfer. Geht hier. Nein, nicht du. Ich will nicht mit dir reden. Ich will daran arbeiten. Geh weg. Kupferwerkzeuge brauchen wir doch. Bauen drei Äxte. Kupfersperr haben wir Ding nicht. Schema. Moment, mache ich gleich. Kupfer. Kupfersperr? Ja. Das ist wieder eins noch. Ah ja, da. Ja. Ah, 150. Leinengarn. Nicht Leinengarn. Doch, Leinengarn hier. Dankeschön. Mal gern. Wenn ich so normal rumlaufe, wird mir angezeigt, ich hab voll Wasser. Aber es leuchtet rot. Wenn ich aber in Tab denke, heißt es, ich hab null Wasser. Fehlt mir jetzt Kupferbar. Ein Stück. Ab Bogen müssen wir auch noch kaufen. Ein Holzstamm, zwei Leinengarn. Nee, den normale Bogen haben wir, glaube ich. Haben wir, okay. Ich weiß nicht, ich guck gleich, ich bin geil. Ja, ganz klar. Ah, feiner. Och. Jetzt brauchen wir noch den Bogen. Bitte. I need some water. Ah ne, wir haben nur Recurve Bogen. Ne? Ja, soll ich dann kaufen? Ja, den normalen. Ne? Ja, ja. Zwei, genau. Zwei, vier, gekauft. Sechs. Okay, Holzstamm 3. Ein Lein gar zu wenig, du, das glaubst nicht, der Kruzifixen. Oh, jetzt fliegt das Viech weg. Leinengarn. Und dann Holzstämme. Ups, nur drei Stück. Oh, ich muss was trinken, verdurscht gleich. Hallo, Henrik. Henrik läuft hier rum. Super, ballert halt schon voll rein, gell? Füllt, also ist echt das gut, so füllt komplett auf. Ah, nein. Scheiße. Na egal. Wir haben kein gebratenes Fleisch mehr, zur Info. Okay, kann ich aber gleich machen, wenn ich...
Spitzhacken. Weil ich will ja hier die Points abzahlen. Spitzhacken fehlen auch noch, Phil, gell? Achim? Ja. Bist du's? Kann sein. Wie meinen Spitzhacken fehlen? Für die Produktion. Okay, warte. Die muss ich jetzt auch noch erwischen. Ja, wir haben 3000 Bretter. Leck am Buckel. Ich habe vorher 40 verkauft. Süß. Ich such mal eine Dekoration mit Brettern. Vielleicht ist ja irgendwie Bencherläden oder so. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss jetzt erst das Ding hier fertig machen. Ja. Geil, Ton, cool. 105, sehr gut. Was wollte ich jetzt noch? Scheiße. Was trinken. Ein Kupferpfeil. Nee, was sollte ich jetzt noch machen? Spitzhacken. Ach, Spitzhacken, genau. Und gebratenes Fleisch. Also das Zeug für die Quest habe ich, die sind im Esel drin. Mhm. Wenn sie nach Klonika reiten, da steht dann der Schnellreisewagen immer vorne dran. Denke ich immer, es ist eine Falle und freue mich, dass ich überfallen werde, aber... Leider nicht. So, mal wieder zur Siabora. Dich kenne ich ja schon, wir sind bei du. Servus, du Sau. Ja, bitteschön. Super. Vielleicht haben wir unsere Steuerkiste jetzt schon gemacht? Nee. Wir können ja so eine Truhe herstellen. Sollen wir das machen? Ich wollte schon gucken, ob ich mal auf mich eine Truhe auf den Tisch stellen kann, ja? Weißt du, wäre auch geil. Weißt du, was ich voll cool finde? Die Tauben, auch. Die Tauben, die landen auch auf dem Dach und so. Junior, ganz kurz, die Bronzehammer hast du vorhin weggeballert jetzt, oder? Ja, die habe ich genommen. Okay, dann mache ich mir da wieder ein. Wie sieht's bei euch aus mit euren Bögen, mit... Habe ich noch über die Hälfte. 65. Meiner ist nämlich bald am Arsch. Weil wenn nicht, mache ich einfach mal 3 neue Bögen. Und ihr change die dann einfach mal, schmeißt die anderen raus, die können wir dann verhökern wieder raus. Mhm. Ich habe gebaut Bronze-Axt, 2 Stück. Spitzhacke gemacht. Ach nee, mein Recurve-Bogen ist noch gut. Ah, okay, das war falsch. Ich habe da einen Scheißbogen noch drin, den kann man reinschmeißen. Beziehungsweise, weißt du was, wir haben ja noch einen ganzen. Dann kriegt jetzt der andere. Bei Tauben noch. So, jetzt würde ich kurz die Quest machen mit dem Verkaufen. Die Dinger, die Sachen bringen. Ja? Oh Gott, wo muss ich denn da hin? Alter! Muss noch mal reiten.
eine Taube noch. Du hast gesagt, ich bin gerade durchs Taubengebiet. Ja, nee, alles gut. Hier ist eigentlich auch überall Taubengebiet. Da bin ich einfach oben auf die Mühle drauf. Axt, Kupferpfeile, Kupferbär. Das müsste sein. Spitzhacke hast du jetzt. Hallo. Ach du Scheiße. Was? Banditen. Ah. Soll ich kommen? Ja, du bist zu weit weg, ne? Ah, ich bin durch Kohle gekriegt haben. Ja, hab ich, dankeschön. Guck vorbei. $2000 haben wir gekriegt. Fett geil, hä? Pfeil im Kopf oder stirbt nicht, jetzt aber du. der nächste hat den Pfeil in der Brust stecken, juckt ihn auch nicht. So, und jetzt noch du. Und mit was für Pfeile schießt du? Kupfer. Und tot. Du oder er? Weiß dann die Kupferpfeile mal raus und hol dir die Bronzepfeile. Ja, die habe ich vorher gefunden. Ach so, ja. Ja, ich habe vorhin auch von den Banditen 50 Stück oder so bekommen. Ja, ich habe Eisenpfeile ein paar. Aber ja, die sind halt, ja, ich glaube 8 Stück oder so. Ich habe einen gifteten Eisenpfeil. Da lag da noch irgendwo einer. Ja, da haben wir einen. Kupferpfeil in der Dash. Und weiter geht's. Ah, das Lager können wir noch angucken. Oh ja, Bronzepfeil, Salzfleisch, Weizenbier. Weizenbier nehme ich mir. Hier noch. Bärenwein. Oh, viel Bärenwein, das könntest du einer Frau schenken. Kann man Wein schenken? Also. Probiert, wenn sie immer danach fragt. Ja. Weil ich habe jetzt auch eine Kirschwein, habe ich glaube ich auch noch. Dann probierst du mal. Mache ich gleich. Ich mache jetzt gerade erst Fleisch. Boah, jetzt ist sie gerade am Feuer. Gott, sieht das da aus. Wo ist sie denn? Have you ever wondered what a world without kings would look like? The king is a king. As long as he doesn't poke his nose into my business. Ich find meine Frau nicht bei der ganzen. Die müsste eben bei der Tiere sein. Oh nee, jetzt war das eine Krähe. Ah. Ja. Die haben schon Feierabend, gell? Nee, also als Geschenk ist nichts drin. Okay. Warte. Ich muss doch mal was kaufen. Das ist nur zum Saufen. Mhm. Ich nehme jetzt mal ein Weizenbier rein. Auf dem Pferd geht es ja. Na, gar nicht mal so besoffen.
Auf was geht's? Auf dem Pferd geht es ja ein Weizenbier trinken. Achso. Ja. Aber eine. Ich brauche doch jetzt nur noch eine einzige Taube, okay? Seit Ewigkeiten aber. Ja. Alle ausgerottet oder was? So circa, da unten steht eine. Oh, wenn ich die treffe. Ja. Oh, die habe ich getroffen. Jetzt nur noch schnell zum Markus. Nur noch kurz Kupferpfeil einsammeln. Markus, haben sie dir wieder auf den Kopf geschissen oder was? Ja, das ist ja so der Grund, oder? Für die Ding. Ja, ja. Nerven ihn. Markus. Wo wohnt Markus? Ja, der sitzt ja noch in der Kneipe. So, Pferd, darfst du deinem Sohn stehen. Fleischbraten dauert ganz schön lang, Helling im Arsch. Ja. Wenn du es in der Küche brätst, geht es aber schneller. Ja, ich bin in der Küche. Oh, okay. Das behalten wir. Das. Da. Salzstangen habe ich gekriegt. Besonderer Gegenstand, eine salzige Backware, die von Siabora in Klonika hergestellt wird und verkauft wird. Das Rezept ist ein Familiengeheimnis. Wasser. Was für ein Geheimnis? Familiengeheimnis. Wenn man das isst, hat man Wasserabzug. Ja, Salz halt, ne? Ich finde es auch so geil, dass sie nicht immer alle gleichzeitig ins Haus zurückgehen. Ja, so teilen sie jetzt schön. Sie, jetzt geht der nächste gerade, aber so drei Leute hocken, glaube ich, jetzt gerade noch. Cool. Brauchst du jetzt Kohl, Phil? Ah? Brauchst du Kohl, hast du es gerade richtig verstanden? Gerade nichts verstanden, aber was? Ob du Kohl brauchst, ob ich das gerade richtig verstanden habe. Ne, ich habe jetzt gerade Fleisch gebraten. Achso. Ich muss jetzt noch Ding bestücken, der Komposter. Dann eine Bronzesense und dann wäre ich bereit zum Schlafi. So. Mach mal Kompost aus Fleisch und Kohl. Was meinst du, wie das stinkt? Ja. Alter, Rühreier fressen die aber ganz schön, hä? Ich glaube, es hat eine hohe Prio. Oder ja, ja, im Vergleich zu unserer anderen Sache. Mache ich jetzt gerade noch schnell die 9-10. Rührei geht aber echt lang. Was geht lang? Ja, 5-6 Sekunden. Wieder Pelz stehen. Ja, Holzschaden. 2, 3, 4. Und eine Bronzesense. 411 Dünger. Was der Scheiß.
habe schon mal gefragt. Ah, du willst noch warten mit der Holztruhe, gell? Nö, nee, können wir jetzt machen. Also. Ich wollte nur probieren, ob man es aufs Ding stellen kann. So. Okay. Dann gucke ich mal. Behältnisse. Ruhe. Ist gekauft. Was haben wir denn da noch? Dekoration, Pflanzen, Spaliere. Abtritt. Da könntest aus unseren 4000 Brettern könntest Ding bauen. 2000 Abtritte. Oder 1000. Was für Dinger? Abtritt. Toiletten. Ach so. Super. Geil. Dass die Leute nicht immer überall hinscheißen. Ja, richtige hier Festival-Toilettenanlage. Richtig. Dass sie nicht in Tierstall scheißen müssen. Oder auf Markus Kopf. Waren das nämlich gar keine Tauben? Ah, da kann man Vorhänge bauen, auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Stärkte Holz. Holzfensterläden. 6 Bretter, 2 Holzstämme. Das wäre doch mal was Cooles. Ja, alles gut. Was kostet das? Brauchen wir gerade noch irgendjemanden? Wo man die dann herstellt. Sorry, Junior, was? Brauchen wir gerade noch irgendjemanden? Gewinnung. Mann oder Frau? Frau. Ein Palisade wäre auch interessant. Alle hier haben 1 Gewinnung, außer eine, die hat 2. Also nee. Nee, dann nicht. Dann sagen wir mal vielen Dank fürs Zugucken, oder? Wir haben schon wieder spät. Ja. Hat Spaß gemacht. Lasst gerne Abo, Like da, Kommentar. Playlist wird eingeblendet, damit ihr auch mal bei den anderen reingucken könnt. Bill Junior und mir. Und ja. Bis im Sommer dann, oder? Lieber genau. Dann wird wieder Weizen geweizt. Oh, jetzt wird es weggepennt. Alles klar. Bis dann. Perfekt. Tschüss.